Hallo, ich bin Laura und habe im Sommer 2022 im Freiburger Kyudojo angefangen und es für mich entdeckt. Schön, dass du dich auch für Kyudo interessierst. Wir haben ein paar Clips zusammengestellt, die zeigen, wie es bei uns so zugeht. Bleib dran! Pfeil und Bogen sind manchem aus der Kindheit bekannt und haben einen geheimnisvollen Erlebniswert. Mit einem Willensimpuls, den Pfeil aus dem gespannten Bogen zu entlassen, seine Bahn zu verfolgen und mitzuerleben, wo er auftrifft, diesen Vorgang ganz für sich haben zu können, vermittelt ein kurzes Hochgefühl, das sofort nach Wiederholung verlangt. Kyudo, das klassische japanische Bogenschießen, ist eine hochkultivierte Budo-Kunst, an der Körper und Geist in vollem Ausmaß beteiligt sind. Hey! Geduldiges Erlernen und andauerndes Trainieren der Schießtechnik ermöglichen es, in dieser Kunst Fortschritte zu machen. Um Kyudo und die Kyujins des Freiburger Dojos kennenzulernen, bieten wir die aktive Teilnahme bei bis zu 5 kostenfreien Probetrainings in unserem Dojo in der Schwarzwaldstraße auf dem Gelände des PTSV Jahn an. Je nach Wetterlage und Temperaturen findest du uns im Außendojo oder in der Karl-Burg-Halle auf demselben Gelände. Beim Probetraining erfährst du einiges über das Material, den Bogen, die Pfeile, den Schießhandschuh sowie den Ursprung des Kyudo und die verschiedenen Schießstile. Im ersten Probetraining wird dir das Schießen mit seinen Bewegungsformen, den Hasetsus, gezeigt. Dann hast du Gelegenheit, mit der Zwille, dem Gumu-Yumi, diese Bewegungsabläufe selbst zu üben, den anderen Kyujins beim Training zuzuschauen und auch Fragen zu stellen. Oft schon im ersten oder zweiten Probetraining kannst du unter direkter Anleitung Erfahrungen am Bogen machen. Wenn Kyudo auch dich begeistert und du der Gruppe beitreten möchtest, wirst du Mitglied des PTSV Jahn und erhältst deinen Kyudo-Pass des Deutschen Kyudo-Bundes für Eintragungen an Lehrgängen und Prüfungen. Als Mitglied unserer Gruppe kannst du über einen längeren Zeitraum mit den Dojo-eigenen Leihbögen und Pfeilen trainieren. Die erste Anschaffung wird nach ein paar Monaten mit etwa 275 Euro der besondere Schießhandschuh sein. Dieser wird immer zusammen mit dem Trainer ganz individuell ausgesucht. Die Form des Torikakes ein. Spannbogen, das ist wichtig. Nicht so recht stark.
Zeit sollte in jeder Hinsicht keine Rolle spielen. Denn Kyudo braucht Geduld. Viel Geduld. Das eigentliche Ziel ist ein permanenter Entwicklungsprozess für die eigene Technik, den Körper, die Bewegung und den Geist. Im Freiburger Ginkgo Kyudojo wird die Schießtechnik nach Heki Ryu Insai Ha gelehrt. Das Prinzip lautet Kan Chu Kyu. Kan, der sehr starke durchschlagende Pfeil. Chu, das Treffen des Ziels. Kyu, die Technik über einen langen Zeitraum zu behalten. Professor Inagaki Genshiro, 9. Dan Hanshi, sagte dazu: Natürlich ist es heute nicht mehr notwendig, eine Rüstung zu durchschlagen, aber das Treffen des Ziels, das Chu, ist ein Beweis oder ein Zeichen korrekter Schießtechnik. Die Voraussetzung für Kyudo ist eine strikte Selbstkontrolle, gefühlsmäßige Stabilität und geistige Spannkraft. Das Üben fordert als treibendes Element ein hohes Maß an Willenskraft, ein in sich ruhender Geist, der sich von keinen anderen Sinnesreizen ablenken lässt. Jeder Schuss ist ein individuelles Erlebnis, löst Gefühle aus und vermittelt Wahrnehmungen, die eng mit der eigenen Persönlichkeit in Zusammenhang stehen. Das Erlernen von Kyudo hat in erster Linie wirklich nur mit dir selbst zu tun. Alles andere interessiert nicht. Entdecke etwas an dir, das du vorher nicht wahrgenommen hast. Lilo Reinhardt, 6. Dan Renshi aus München, beschreibt das Dojo als einen geschützten Raum. Wenn man ihn betritt, kann man alles andere draußen lassen. Das übliche Kinteki-Schießen findet auf die Distanz von 28 Metern in geeigneten Sporthallen, auf Außenflächen wie bei uns in der Schwarzwaldstraße oder in einem speziellen Dojo statt. Teils überdacht mit einem Pfeilflug über eine freie Außenfläche. Die Größe des Mato, des Ziels, hat einen Durchmesser von 36 cm. Das Kinteki-Schießen ist besonders und bedarf einer Distanz von 60 Metern. Wir praktizieren es gelegentlich im Freien. Zu bestimmten Anlässen, wie beim Neujahrsschießen, das sich nach dem chinesischen Kalender richtet, werden zeremonielle Formen des Schießens und Schießspiele auf unterschiedliche, auch bemalte Matos in der Distanz auf 28 Meter veranstaltet. In Freiburg wird das Erlernen von Kyudo durch das Ginkgo Kyudojo als Abteilung des PTSV Jahn Freiburg angeboten. Unser Dojo wird von Markus Kleint, Ritter Dan und Trainer CL geleitet. Vorstand der Abteilung Kyudo innerhalb des PTSV ist Roland Berkemeier, 2. Dan. Detaillierte Infos kannst du auf unserer Webseite finden oder gern per E-Mail erfragen. Wenn du jetzt Lust auf ein paar Probeeinheiten im Kyudo verspürst, melde dich bei Markus über die E-Mail info@kyudo-freiburg.de. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Jeder Schuss ist einmalig.